Woman. No. Hola. Ja, ich bin noch Junge. Ah, das ist geil. Scheiße, Mann. Okay. George, wie erklären wir das jetzt? Was soll ich sagen? 7.30 Uhr. Zeit zum Aufstehen. 8.30 Uhr. Wir gehen heute, Freunde, auf eine Reise. Absolut keine Ahnung, was das wird, Freunde. He screamed tonight. He screamed? He wake up and give me water. I give him water and he, what I say now? What the fuck? Junge. Komm jetzt. Bro, ich bin nackt. Leute, Morning Shake, wisst ihr Bescheid. Auch wenn wir heute einen guten Ausflug hier machen, darf der natürlich nicht fehlen. Was gibt es? Daily, Freunde. Los. Isoclear, Freunde, für die Proteins. Vitamin C. Und eigentlich mein Base Powder. Wo auch immer das ist. Das Magnesium und so weiter drin, Freunde, weil man hier extrem viel schwitzt. Was soll ich sagen? Scheiße, Mann. Ich will erklären, dass den Leuten nicht. Das ist jetzt deine Aufgabe. Mir wird wieder die unangenehme Aufgabe überlassen. Nach dem letzten Video, wo wir trainiert haben, sie hat mir dann so gesagt, sie will mir den russischen Markt zeigen. Dann haben wir uns halt eben am Abend getroffen, haben dann uns nicht den russischen Markt angeschaut. Und ja, jetzt sind wir halt hier. Keine Ahnung. Ich weiß selbst nicht. Das ist so weird, Digga. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal erster Stopp zum Hafen fahren, Freunde, weil wir dort entweder mit dem Speedboot oder mit einer Fähre zu einer anderen Insel fahren werden. Also, Prost, Mahlzeit auf euch, Freunde, ihr wisst Bescheid. BSN, immer Code Manuel verwenden, Freunde. Weil ich muss sie da mal auch irgendwie einladen können, Freunde. Eta Lampa. Say again, give me protein. Your protein. Freunde, also ich weiß nicht, aber der Umgangston hier gefällt mir nicht. I say, how you speak, you have to say please. Please? That's I good. Say you please, first no. time. After 10 no. seconds. Yes. Change. You make your protein, please. In Russia, you say with boy, mate. Right now, baby. Really? I'm joking. Freunde, ich muss mich hier noch an die Bedingungen gewöhnen. Leute, schaut euch das mal an. Mein Koffer besteht eigentlich nur aus Supplements. Und das nimmst du alles mit? Ja, Bro, ich misse keinen Tag mit meinen Subs. Sonst bin ich tot, Freunde, wenn ich meine Subs nicht habe. Dann muss ich auf andere Subs zurückgreifen. Weil die Leute ja momentan sehr die Fresse aufreißen da draußen, Freunde, mit dem ganzen Fake-Netty-Ding. Lisa, you also think that I'm not natural, right? I think 1%. No. And 99, no use. Okay. Yesterday it was different than the last days. last days, you say I take. We have here for you now good Isoclear. Just protein? Just protein. Protein-Limonade, Isoclear, ESN Code Manuel. Auch in Russland jetzt, Freunde. It's good, honey flavor. It's good. She learned. Sie hat gelernt. Leute, letztens so eine Insta-Story gemacht und sie so, ja, nicht geiler. Ich hab zu ihr gesagt, muss ich aus dem Kopf streichen, es gibt nur geil hier. Very good in Hollywood. So, Reiseorganisierer. We wanted to drive to the pier at 7:30 a.m. in the morning. It's 8:30 now. That's not respectable. What? We need to hurry up now. Okay, let's go. Okay. What? Nothing. Freunde, so geil, ich weiß euch, wir sind eine Zwillingsschwester. Ich habe zum Joe gesagt, wir brauchen sie für George, okay? Und jetzt hat sie ihrer Schwester die Insta-Page geschickt und sie hat einfach nicht drauf replied, so, Bro. Das ist ein dickes Ey. Ganz ungewohnte Situation, ich bin ehrlich. Ich wollte mich bedanken, auf jeden Fall, fürs Feedback beim letzten Video. Deswegen habe ich gedacht, wir ballern hier direkt ein nächstes Brett raus. Ja. Leute, es war echt heftig, also jeder kann machen, was er will. Es ist mir egal. I say we drive through the walking street and I walk here and all the ladyboys come like and...
Yeah, really. And also on my ass and you and like? Here. No, I don't like. But they I don't know. Say it. What? But you they think they beautiful? Yes. What? Ladyboy. Okay. Papa zahlt natürlich, Freunde. Wir zahlen hier jetzt 900 Baht für drei Personen hin und zurück Speedboat. 22 Euro finde ich eigentlich okay, muss man sagen. Leute, ihr müsst wissen, hier in Thailand ist, glaube ich, wirklich alles kackegal. Sie sagen so, wir müssen die Schwimmweste anziehen. George, seine ist halb kaputt. Meine Leute, ist natürlich 100% Sicherheit. Hier steht an der Tagesverordnung, Leute. Kurze Lagebesprechung, Freunde. Wir sind jetzt im Hotel angekommen. Die haben uns hier einen richtig geilen Snack gegeben. What's this? Dragonfruit. Dragonfruit? Yeah. We call it now, Freunde, Dragonfruit. Okay, George, wir nehmen uns. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut für dich ist oder nicht. He's right next to us. You think it's good? No. No, not I also good? Think no. I glaubt auch I agree, no, no. Lisa, where we go now? Beach? Monkey. Das crazy monkey, soll angeblich angry monkey. When you touch she the guy. And they look stupid, she said. Und wir müssen was essen. Ich hoffe, da gibt es auch irgendwie was Nices zu essen. Mal schauen. Und ich bin nervös, der erste Kuss. Fuck. Soll ich es tun, George? Manuel. Ist jetzt der Zeitpunkt? Ja. Ist now the time? Oder das fragt man ja nicht, oder? Freunde, so los sind wir nicht. Keine Sorge. Scheiße. Yeah. When you say it, it sounds cute, not mean. Scheiße. Scheiße. Freunde, ich weiß nicht, das bockt gerade anders hier. Da, wo wir waren, Leute, wo wir die ersten drei Wochen jetzt waren, es ist nicht so viel Natur und so. Und ich sehe jetzt gefühlt zum ersten Mal nach ein paar Wochen wieder Natur. Es ist schon geil auf jeden Fall. Eine Experience auf jeden Fall, die man in sein Herz schließt und nicht vergisst. Liebe euch alle, Freunde. Alter, Leute, es ist richtig wild. Er kratzt sich die ganze Zeit am Arsch. Und es ist schon echt wild, so einen Affen in echt zu sehen, muss ich sagen. What the? Das ist schon heftig. Hey, Bruder. George, glaubst du, hat der scharfe Zähne? Okay, sorry. Wie er mich angeschaut hat. Oh. We'll fight with you. We leave now the monkey alone. I have party here. Every winter, 6 months. Drink one for me, one for her, one for him, okay? Okay. It'll be very small. This is a big for him. The same for her. Bro, was geht hier ab? And for bicycle, you go to Spania with bicycle? Yes. Bicycle. He's crazy. He drove 30 days with bicycle to Barcelona. And you found some lady which like a bicycle and go back? No. The Prost for Vienna and for Moscow. What the fuck? Leute, sie kann bellen. Das habe ich noch nicht experienced. What the? Oh shit! So Leute, wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht und zwar hat die liebe Lisa uns empfohlen, einen Tempel hier anzuschauen. It was your idea. Yes. To look at the temple. I want to show you. You like it, right? Yes, it's beautiful. Very much. Wenn man reist, man sieht einfach so viel von der Welt so und es ist schon nochmal was anderes. Sicher, ich kann jetzt auch im Internet eingeben, Tempel, Thailand, bla bla bla. Aber es ist nochmal was anderes, wenn man das mit echten Augen so sieht und spürt, sage ich jetzt mal so mäßig. Ihr wisst, was ich meine. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Dickte.
Entscheidung. Sie war so lustig, Freunde. Sie kann halt manchmal nicht so, also manche Sachen kann sie nicht sagen, Freunde, weil sie nicht so gut Englisch kann. Und wir müssen halt schon viele Übersetzer immer machen. Sehr viele Sachen. Und es ist halt dann lustig, weil auch manchmal beim Übersetzer was komplett anderes rauskommt. Zum Beispiel vorhin war es irgendwie so, sie hat das in den Übersetzer eingegeben und es kommt so ihre. Also sie spricht mich per sie sozusagen so an. Ich denke, was? Geht's schon wieder. Wenn ein Russe in 5 Wörtern flucht, hat er 5 Schimpfwörter. What do you mean? Suka, блядь, нахуй. Ебать. Also, Giorgio schaltet jetzt wirklich über die Kamera bei den perfekten Momenten ein, wenn wir hier nur Kacke reden. Leute, so ist es nicht. Wir reden auch normalen Stuff, nicht nur Schimpf. Die ganze Zeit. Nein. Die ganze Zeit. I asked George if he's happy that our rooms are next to each other. Nein, Spaß, Leute, Spaß. Okay, check mir mal aus. Yes, here we are for one night. George hat ein extra Zimmer bekommen, Freunde. Weil zu dritt kann man ja nicht im Bett schlafen, oder? Das möchte ich auch nicht. Aber ich habe auch ein Doppelbett, gell? Wirklich? Nein, George, wir gehen später eh noch in die Stadt. Vielleicht, Leute, vielleicht wird das ja was bei George jetzt heute mal. Das wäre lustig auf jeden Fall. Einmal im Leben. Für dich. Bro. Leute, Lisa war gerade so nett und hat mir beim Bestellen geholfen, weil ich es nicht hinbekommen habe. So you're a strong woman. Yeah. You say what you want. And you always get what you want? Yes. Really? Really, really. Okay. Das hört sich jetzt so komisch an, Freunde, aber wir haben die letzten Tage ein bisschen Zeit verbracht. Ich habe das schon echt lange nicht mehr gehabt. Und es ist auf jeden Fall lustig, muss ich sagen. Das kommt so komisch. Nein! Bro! Nein, Freunde, aber Liebe, Freundschaften, Familie, das ist alles absolut wichtig, okay? Genauso wie Gesundheit. Was aber auch wichtig ist, ist, dass ihr euer eigenes Leben nicht vernachlässigt. Dass ihr eure Ziele nicht vernachlässigt, eure Visionen und so weiter. Und ihr dann auch einfach mal sagen könnt so, sorry Schatz, sorry Babe, was auch immer. Aber ihr einfach sagen könnt so, sei mir nicht böse, ich brauche jetzt mal ein paar Tage für mich. Wenn die Person das nicht versteht, dann ganz ehrlich, Leute, dann ist es nicht die Richtige für euch. Und ist sie die Richtige? Bro, wir kennen uns nicht mal eine Woche. Aber ja, Prost, Essen sollte gleich kommen, Freunde. Heute kalorientechnisch ganz, ganz scheiße unterwegs. Heute weniger essen. Cheaten. Ja. Cheaten in allen Aspekten. Digga, George ist halt lustig drauf, oder was? Der Einzige, der hier kein Mädel neben sich sitzt. Ja, deswegen. Bro, das geht gar nicht. Ist es scharf? Es ist komplett scharf, Alter, mein Hals. Yeah, you like spicy, but for me it's really spicy. George verreckt hier gerade, ich verrecke hier halber. Ich bin kostbar meins. Can you try this? Oh shit. Oh no, no, no. It's spicy, right? Yes, very much. Oh, guten Morgen. Guten Morgen, Digga. Guten Morgen, George, warum schaust du mich so an? Wie war die Nacht? Schau ich verschlafen aus, oder was? Nein. Schaust frisch aus? Nee, die Nacht war erholsam. Wie sie halt sein muss, George, oder? Das ist schön. Wir können Sie fragen, wie die Nacht war eigentlich, oder? George asked me, how was the night? Good, right? Good, but I see my dreams. And he don't hook me. I'm sorry, Lisa. It was so hot, you know? Okay, Freunde, ich weiß nicht, ob da jetzt zu viel geleakt wurde. Leute, wir sitzen ganz tief drinnen. Wortwörtlich, oder? Ah ja, wortwörtlich. Was ich auch sagen wollte, gestern, ohne Witz, den ersten Tag nach, ich glaube, 12 Wochen oder so, off-plan gegessen, das heißt komplett Freestyle. Und die Message, die ich euch mitgeben will, Freunde, wenn ihr ein Ziel habt, einen gewissen Körper aufzubauen, gewiss in Form zu kommen, Freunde, und das auf einer Lifestyle-Form mäßig und jetzt nicht Olympia oder was auch immer, dann ist es okay und vollkommen entspannt, Leute, wenn ihr mal ein, zwei Tage die Woche ein bisschen Freestyle esst, esst wie ihr wollt. Natürlich, Leute, ich kann euch empfehlen, esst gesund und so weiter. Ich sehe es schon sehr, sehr, sehr strikt. Wie gesagt, es war der erste Tag, glaube ich, nach 12 Wochen oder so. Aber ja, das nur einfach als bisschen, um euch ein bisschen zu beruhigen, dass ihr nicht jeden Tag 100% jede einzelne Kalorie abwiegen müsst und so weiter. George, willst du irgendwas sagen? Bringt sie dich ein bisschen zum Lecken jetzt, oder was? Nein. Oh, oh. Nein, George. Okay.
Okay, so when I told you that I was that I'm 19, what was your reaction? I'm shocked. I'm nothing. Say why are you two shocked? Minutes and what you look like old. In Russian, we don't have 19 boys who look like you. You too. You look like okay. Arnold Schwarzenegger. Leute, wir versuchen hier, ihre Schwester für George zu klären. She's shy. Ah, so I text. Maybe. I yeah. text? Yeah, yeah. Okay, I will. Be first. Lisa, it's a present from me, the puppies. I bring them here for you. You bring me puppies? Yeah. Yeah. It's my dream, you know? My little puppies.